Herzlich willkommen aus dem ICET in dieser wundervollen 175 Jahre Eisenbahnlackierung. Hoch entschuldigt, die Maus ist mir gerade verrutscht. 175 Jahre Eisenbahn in Deutschland mit diesem wundervollen Repaint aus dem Creators Club vom guten Netrox. Ich verlinke euch das Repaint in der Videobeschreibung. Wir sind heute unterwegs auf der linken Rheinstrecke, nachdem mir das auch in den Kommentaren mal vorgeschlagen wurde. Danke für den Vorschlag, das war eine sehr gute Idee. Mit dem ICET auf der linken Rheinstrecke unterwegs war ich tatsächlich auch schon mal in Realität mit dem ICET. Eine sehr schöne Angelegenheit. Das Ganze hier im modernen Fahrplan vom guten Taskplace. Die Mod dazu gibt es im Creators Club, beziehungsweise ist kein moderner Fahrplan, sondern da werden halt einfach die Fahrzeuge ausgetauscht mit den moderneren Varianten. Ihr seht zum Beispiel hier die Verkehrsroute 110 mit den N-Wagen von Bremen-Oldenburg. Ich glaube, Dostos werden wir auch sehen. Ja, genau. Also, ich freue mich auf die Fahrt. Ich würde sagen, wir vertändeln gar keine Zeit und rüsten einfach mal auf und fahren dann los. Einmal Fahrtrichtungswende nach vorne und Türen freigegeben auf der linken Seite. Achso, jetzt habe ich die Türen geschlossen, weil die eine auf war. So, und jetzt machen wir sie nochmal überall auf. Genau. Wir fahren heute nach Mainz durch, ohne Zwischenhalt. Ja, auch schön gemacht, das Repaint, 175 Jahre Eisenbahn in Deutschland. Dazu gibt es eine kleine Geschichte von mir persönlich, zu dem Repaint erzähle ich gleich. In Kooperation mit Siemens, mit dem DB-Logo, 230 km/h, also auch die ganzen Wagenanschriften sind, zumindest die wichtigsten, sind auf jeden Fall mit dabei. Auch wirklich schön gemacht und die andere Seite sieht natürlich genauso cool aus, hier in diesem Schwarz-Rot-Gold. Ja, das Repaint ist, glaube ich, stammt, glaube ich, aus dem Jahr 2010, meine ich. Ungefähr so Pi mal Daumen. Also in der Realität. So. Türen zu. Dann müssen wir eigentlich noch aufrüsten. Wir schalten uns die PZB und die LZB an. GNT brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Aber ich mache es trotzdem an. Und die Neigetechnik machen wir natürlich an. Okay. Dann die Lichter einmal kontrolliert. Dreimal weiß ist an. Beleuchtung im Zug ist an. Türen sind alle zu. AFB geben wir auch noch frei. Erstmal auf 120. Und dann dürften wir eigentlich soweit abfahren. Zugspitzensignal auf normal. Und hier machen wir noch das, die Lokführerpultbeleuchtung an. Für die kleinen Tunnelabschnitte. Gut. Dann würde ich sagen, Bremsen lösen. Wir gehen in die Außenansicht und lassen den Zug an uns vorbeifahren, während wir abfahren. Einmal kurz aufs Signal noch geguckt, was da steht. Ja, Ausfahrt mit 60, hervorragend. Und auf geht's. Sehr, sehr schön. Der Sound im unteren Geschwindigkeitsbereich ist richtig gut. Muss man echt sagen. So. Durch das Fenster auch mal aufmachen. Ja, wobei, lassen wir es zu. So, wir dürfen mit 60 ausfahren, das heißt also, wir befreien uns auch. Zug der Einflüsse. Heute ohne Zwischenhalt, wir fahren durch nach Mainz. Den Zug habe ich mir im Freeroam-Modus hineingespawnt. So, wir können schon mal die AFB auf 140 stellen. Genau, das habe ich mir im Freeroam-Modus hier gespawnt, den Zug. Dann einfach ein Ziel ausgewählt, nämlich Mainz. Die Strecke nochmal kontrolliert, die Streckenführung. Und dann habe ich euch mit rein
ins Boot geholt, beziehungsweise in diesem Fall müsste man eher sagen, in den Zug. Ja, linke Rheinstrecke mal wieder. Tolle Strecke. Auch eine meiner Lieblingsstrecken tatsächlich. Immer wieder schön hier unterwegs zu sein. Neben Frankfurt-Fulda auch eine Strecke, die ich immer empfehlen würde. Allein schon wegen des Rollmaterials, wegen der 103, die dort mitgeliefert wird. Perfekt ist die Strecke leider nicht. Manchmal fühlt sich die Strecke so an, als hätte sie noch so einen Monat mehr Arbeit gebraucht und dann wäre sie wirklich richtig, richtig gut geworden, denn manchmal ist die Szenerie so lala. Aber insgesamt dennoch, alleine vom Fahrgefühl her, dass man wirklich am Rhein hier unterwegs ist, das ist schon ziemlich cool. Ne? Und speaking of which, da ist er auch schon. Der sogenannte Vater Rhein. Schön. Ach, hier können wir in Kuppeln, okay. Lokales in Kuppeln. Ah, hier können wir die Hinterbugklappe öffnen. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Schön. Schönes Repaint auf jeden Fall. 2010, 1835. Zukunft bewegen. Ja, was habe ich zu erzählen gehabt bezüglich des Repaints? Das kann ich gerne mal aufgreifen. Tatsächlich damals mit dem TSW 2, was wirklich Ewigkeiten her ist, noch einige Zeit bevor das allererste Video hier auf diesem Kanal erschienen ist, hatte ich damals den ICE 3 von Köln-Aachen mal repainten wollen. Und da hatte ich mir dann als Ziel tatsächlich diese 175 Jahre Eisenbahnlackierung ausgesucht, dass ich gerne den Zug so lackieren wollen würde. Klar ist das natürlich falsch. Der ICE 3, die Baureihe 406, hatte natürlich niemals diese Lackierung in Realität, sondern nur der ICE T. Aber ich dachte mir, ja komm, das macht man, das kann man ja trotzdem mal machen, ist doch irgendwie ganz interessant. Und so viele Repaints gibt es ja insgesamt nicht an Möglichkeiten für den ICE 3. Ne? Also gerade die ICEs sind ja irgendwie recht, in Realität recht lackierungsarm. In Realität fällt mir eigentlich nur beim ICE der dritten Generation fällt mir eigentlich nur der Regenbogen-ICE ein. Dann hier beim ICET die 175 Jahre Lackierung. Es gab mal eine Handball-Lackierung, glaube ich. Zu irgendeiner Handball-Weltmeisterschaft gab es, glaube ich, mal eine Sonderlackierung. Der kleine ICE. Der ICE mit dem blauen Streifen vom ICE International. Und das war's, glaube ich. Ne? Und natürlich hier der Klimaschützer, das ist auch ganz klar. Und wenn man den IC1 und oder 2 mit dazu nimmt, dann gibt es da auch noch die schnellste Praline der Welt, die Duplo-Lackierung. Aber ansonsten war es das. Und wenn man das mal vergleicht, zum Beispiel zur Baureihe 101, was die alles für Lackierungen hatte in Realität, hatte und hat,
Das ist schon ein riesiger Unterschied, ne? Also bei der 101 war die Deutsche Bahn sehr, sehr lackierungsfreudig. Beim ICE war das immer, ja, sagen wir mal, sehr konservativ gehalten. Da ist man nicht wirklich vom eigentlichen Farbschema abgewichen. Was ich sehr schade finde, weil ich glaube, da gibt es schon sehr viele sehr gute Möglichkeiten. Auf jeden Fall hatte ich dann damals gedacht, ja komm, die 175 Jahre Lackierung, die kann man jetzt einfach mal auf den ICE 3 draufpappen, weil wir einfach damals ja auch kein ICE-T hatten bisher im Spiel. Und das Repaint war nicht gut. Aber es war tatsächlich, glaube ich, das erste größere Repaint, das ich gemacht habe für den TSW. Und das habe ich niemals hochgeladen dann im Creators Club später, als der mal existiert hat, sondern ich glaube, das Repaint wabert noch irgendwo vor sich her im Rails im Forum, meine ich. Aber also es lohnt sich gar nicht, das runterzuladen, weil es war auch nicht besonders gut. Ne? Es waren so die ersten Versuche im Livery Editor. Da wusste man auch nicht irgendwie sofort Bescheid, wie funktioniert das alles, was kann man so alles machen, sondern das war wirklich so viel Try and Error und die Zahlen sind nicht alle auf einer Ebene, ne? Die sind nicht gerade, die haben nicht alle die gleiche Größe, weil ich damals einfach noch nicht die Technik hatte, noch nicht das Know-how hatte, wie man tatsächlich Repaints macht, dass das Ganze auch gut aussieht im Livery Editor, weil das war ja komplett neu für uns alle damals. Ja, genau. Also habe ich in diesem Sinne so eine kleine persönliche Verbindung mit genau diesem Repaint, das wir heute fahren. Allerdings hier dann wirklich jetzt mal auch in der schönen Version, eben aber nicht von mir, sondern vom guten Netrox. Vielleicht können wir an dieser Stelle einfach mal ein kleines Foto machen. So. Wir probieren natürlich hier ein bisschen rum, dass das auch wirklich gut aussieht. Ein bisschen mehr Sonne hätte ich schon. Ja, ist auch schon besser. Nehmen wir ein bisschen die Belichtung runter. Beziehungsweise die Helligkeit. So. Oh, ah, oh. Wir dürfen nur 110 fahren. Ups. Jetzt habe ich so viel gequatscht, dass ich das gar nicht auf dem Schirm hatte. Das habt ihr nicht gesehen. Einmal auf 100 km/h runter. Und wir lassen mal den Zug an uns vorbeifahren. Vielleicht hier vorne so. Da kommt eine 101 vorbei mit Intercity-Wagen. Sehr schön. So wie es sein muss auf der linken Rheinstrecke. Schön viel Intercity-Verkehr. Vorbei am Bahnhof von Oberwesel, glaube ich. Nee, Boppard. Boppard.
und ab hier darf dann 120 gleich gefahren werden. Wir stellen schon mal die AFB hoch, aber noch nicht die Leistung aufgeschaltet. Auch hier bei, in Boppard finde ich das auch einfach schön, wie man praktisch durch die Stadt fährt. Ups, so. Ich muss echt sagen, der ICET gefällt mir sehr als Fahrzeug. Ich habe sehr viel Spaß dran, ihn zu fahren. Ja, die Sounds, das ist ein großes Thema beim T. Da gebe ich auch allen Leuten recht, die da Kritik üben. Die Sounds sind im höheren Geschwindigkeitsbereich einfach die vom ICE3 tatsächlich und nicht vom ICET. Wobei ich auch mehrmals darauf eingegangen bin, warum das tatsächlich so ist. Es gibt auch gute Gründe dafür. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Dürfte ich jetzt, glaube ich, 130, genau. Dennoch ist es natürlich dann immer noch ein Kritikpunkt, da einfach dann zu sagen, ja, es ist halt unschön, dass die Sounds verwendet worden sind vom ICET. Vom ICE3. Aber wenn man das unbeachtet lässt, beziehungsweise sich mit diesem Punkt anfreundet, dann finde ich, ist ansonsten der ICET wirklich ein Fahrzeug, das richtig viel Spaß macht und auch tatsächlich viele Einsatzmöglichkeiten hat auf den ganzen TSW-Strecken, die wir schon haben. Nur also, der ist auf jeden Fall auf den einen oder anderen weiteren Strecken unterwegs. Ich glaube, den kann man sehr gut auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr fahren noch. Den kann man auf Dresden-Riesa ganz hervorragend fahren, wobei ich glaube, da kommt ja noch, glaube ich zumindest, wurde da nicht angekündigt, dass der auch noch irgendwie im Fahrplan den ICE3 ersetzen soll. Ich glaube, da war doch was. Na, aber da statt, da fährt er normalerweise in Realität keine 406, sondern halt eben die 411er. Auf Dresden-Chemnitz an sich kann man den da, also realistischerweise würde man den da nicht einsetzen, weil es fährt halt kein ICE nach Chemnitz. Oder jetzt mittlerweile, glaube ich, ein ICE oder zumindest ein Intercity fährt, glaube ich, nach Chemnitz. Ne? Der neue IC2, der mit dem mit den Stadler-KISS-Zügen. So, 120 sind angekündigt. Aber ansonsten hat ja Chemnitz absurderweise keinen Fernverkehr, keinen richtigen Fernverkehr. Schön. Einfach ein schönes Bild. Wie der Zug hier so lang schlendert. Ab da gelten 100? Oh, Tatsache. Wir sind so schnell. Auch schön Niff und so weiter weg. So. Jetzt haben wir... Störung. Ja, ja. Zugbeeinflussung. BB gesperrt. BB gesperrt. AFB. Ja, jetzt leider ein Bug, den es seit dem ICE3 gibt, dass immer wenn man so weit in der Außenkamera ist, dass der Zug halt neu gespawnt werden muss, dass dann erstmal da die ganzen Sounds wieder abgefeuert werden, aber ja. Was war ich gerade im Begriff zu sagen? Achso, ich glaube, ich habe über die Einsatzmöglichkeiten noch gesprochen vom TSW. Ich überlege gerade, was ist denn noch so... Ich meine, in Hamburg sieht man auf jeden Fall auch den ICET, oder konnte man zumindest mal sehen, ob der wirklich auf
Hamburg-Lübeck unterwegs war als solcher, weiß ich nicht. Ich glaube es sogar eher nicht. Aber auf jeden Fall, man hätte ihn theoretisch im Hamburger Hauptbahnhof sicherlich auch mal sehen können, als zumindest als KI-Fahrzeug würde der auf jeden Fall taugen. Achso, genau, nee, ich habe über Dresden-Chemnitz gesprochen. Das war's ja. Dresden-Chemnitz. Also realistischerweise würde man dort dann nicht den ICET fahren. Man könnte es aber fahren und dann hätte man eine weitere Strecke mit GNT, ne? Weil dort ja auch die GNT-Balisen verlegt sind. Und da könnte man dann auch wieder tatsächlich die höheren Geschwindigkeiten auf der Strecke dann fahren, die einem durch GNT signalisiert werden, statt die normalen Streckengeschwindigkeiten zu fahren. Man könnte auch mit dem 612er auf Frankfurt-Fulda fahren. Dann hätte man genau das gleiche auch. Dann könnte man auch da damit an GNT fahren. Hallo? Ach nee, ich glaube, Dostos werden uns nicht entgegenkommen, weil ich nicht die Mod runtergeladen habe, bei der der Regionalverkehr durch Dostos gehandhabt, gehandelt wird, sondern durch die Bremen-Oldenburg-N-Wagen und die 110er. Stimmt, deshalb werden uns vermutlich keine DB-Dostos entgegenkommen. Hier sehen wir auch schön wieder gerade, wie die Neigetechnik arbeitet. Ja, das ist dann praktisch hier vorne. Das können wir uns mal in der nächsten Kurve mal angucken, wie das genau aussieht, eigentlich mit der Neigetechnik. Da, ne? Da konnte man das zumindest kurz sehen. Jetzt geht es in die andere Richtung. Und jetzt neigt sich der Zug rein. Wahnsinn! Wie das aussieht, verrückt. Und der Bahnübergang mal wieder oben. Also das muss die TG irgendwann auf jeden Fall fixen. Das kann nicht sein, dass der Bahnübergang immer noch nicht gefixt ist. Oh, 90. Und einmal in den Tunnel hinein. Moin. 185 mit Güterwagen. Und vorbei an der Lorelei. Schön. Fenster wieder zu. Und rein in den nächsten Tunnel. Hier die Tunneleinfahrt gefällt mir auch sehr gut. Der Kammerecktunnel. Sehr schön. Und da sind wir auch schon wieder draußen.
Irgendjemand hatte mir in die Kommentare geschrieben, dass er nur ein einmaliger Zuschauer auf meinem Kanal gewesen sein wird, weil ich viel zu oft in die Außenkamera springe. Ja, das ist dann halt so, ne? Also, ich glaube, also ich werd jetzt nicht unrealistischerweise versprechen, dass ich jetzt aufhöre, in die Außenkamera zu springen. Dafür macht es mir viel zu sehr Spaß, die Züge mir auch von außen anzugucken. Von daher, ne, wen es stört. Ich versuche es weniger zu machen, aber es ist halt einfach zu schön. Gerade so an der linken Rheinstrecke ist es einfach zu schön, als dass man den Zug mal nicht an sich einfach mal vorbeifahren lässt. Ich kann da gar nicht widerstehen. Und da gibt es dann vielleicht andere YouTuber, die das anders machen, die dann vielleicht auch nur die ganze Zeit im Führerstand bleiben, weil ihnen irgendwie noch der Realismus gerade noch ein bisschen wichtiger ist. Das ist bei mir dann eher so gemischt. Mal im Führerstand, mal aber auch in der Außenkamera. Warum nicht die Möglichkeiten genießen, die man hat? Weil wenn man überhaupt nicht springen möchte, dann kann man ja auch einfach in Realität einen Zug fahren. Da kann man ja auch nicht einfach so nach außen springen, in die Drohnenansicht. So, wir dürfen 140 fahren. Schön hier, kleine Burg. Und hier sind wir in Oberwiesel. Jetzt sind wir in Oberwiesel. So, das ist Oberwiesel. Haben wir das jetzt auch geklärt, wer oder was Oberwiesel ist? Da kommt uns ein Regionalzug entgegen mit einer 110 und Dostos und N-Wagen. Entschuldigt, das war natürlich keine Dostos. Jetzt, wo TSW 5 in diesem Sinne fast schon, ja, fast der Hype in Anführungszeichen wieder schon vorbei ist, also der Release-Hype, wobei am 17. kommt dann nochmal eine Welle mit Release-Hype, beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, ist das schon, oh hallo, SBB Eurocity, am 17., der 17. wird schon längst gewesen sein. Ich nehme das Ganze hier immer natürlich ein bisschen vorher auf. Da stellt sich dann natürlich die Frage, was nu? Ne? Also Frankfurt-Fulda ist da, jetzt haben wir auch wirklich einer der größten Bahnhöfe oder vielleicht den größten Bahnhof überhaupt, den es, glaube ich, im TSW bisher gibt. Mit dem Frankfurter Hauptbahnhof. Also was nu ist natürlich klar, was dann danach kommt, das ist Mannheim-Kaiserslautern. Mannheim-Kaiserslautern? Doch, ich glaube schon, ne? Pfälzische Ludwigsbahn. Müsste doch, glaube ich, Mannheim-Kaiserslautern gewesen sein. Doch, ja. Was eher so eine kleinere Strecke ist. Eine, die auch, glaube ich, sehr, sehr schön ist. Landschaftlich gesehen und auch betriebstechnisch gesehen. Hat auch, glaube ich, ein sehr großes Potenzial für Güterverkehr. Und da ist dann aber die Frage, was dann? Welche Strecke kommt dann? Welches Fahrzeug kommt dann? Wie sieht es aus mit dem Railjet, der sich nach wie vor sehr gewünscht wird? Kommt nochmal eine österreichische Strecke? Wie sieht es aus mit den ganzen Third Parties, die jetzt nach und nach doch schon alle etwas länger jetzt schon dabei sind jetzt im TSW? Kommen da vielleicht die ersten Inhalte von irgendwelchen neuen Studios? Da können wir auf jeden Fall mal gespannt bleiben. Und was wir auch machen, ist in dieser Linkskurve hier ein Foto
Und zwar jetzt. Weil das immer so schön aussieht, wenn sich der Zug praktisch in die Kurve hineinneigt. So vielleicht und dann aber auch noch den Schwerpunkt anpassen. Achso. So. Ja, doch, das passt soweit. So, ab hier dürfen wir dann gleich 130 fahren. Und zwar jetzt. Na, was kommt danach? Was kommt nach Mannheim, Kaiserslautern? Kommt wieder irgendwas im Raum Frankfurt? Wann kommt die Baureihe 420, über die jetzt mehr und mehr wieder spekuliert wird, weil sie wieder ins Gespräch gebracht worden ist vor kurzem? Auf irgendeinem YouTube-Kanal. Ich habe vergessen, wie der heißt. Irgendwie Trains in Play oder so, kenne ich nicht. Hat Lukas Klimczyk in einem Interview was von der 420 gesagt? Dass die wohl für Frankfurt erscheinen soll? Hallo, 101 mit Intercity-Wagen. Größeren Nachladeruckler. Und 120. Nächster Bahnsteig ist das Bacharach. Ne, das ist Niederrheinbach. Ach, schön. Ah, die linke Rheinstrecke ist einfach schön. Also ich finde, der größte Kritikpunkt... Also es gibt so ein paar Kritikpunkte an der linken Rheinstrecke, die man auch definitiv anbringen muss. Die eine ist halt die Gestaltung der anderen Uferseite. Weil, also, dass dort keine Züge fahren, okay, geschenkt. Das kann ich irgendwie verstehen, weil man kann nicht irgendwie zwei Strecken bauen und dann auf der anderen Seite einen reinen KI-Fahrplan bauen, der aber genauso kompliziert ist wie ein echter Fahrplan. Das funktioniert nicht. Was man hätte machen können, wäre zumindest dort die Gleise hinlegen und vielleicht einfach statisch Züge positionieren. Die müssen nicht unbedingt fahren, aber dass die einfach da so stehen, dass ab und an mal da vielleicht eine 103 steht oder mal ein N-Wagen oder so. Das hätte ich gewünscht und es fehlen halt manchmal auch komplett die Ortschaften auf der anderen Seite. Dass da dort, wo ein paar Häuser eigentlich zu finden sein müssten, da auch vielleicht gar keine Häuser sind. Zumindest eine Straße oder sowas hätte dort gut getan. Dass dort einfach auf der anderen Seite ein bisschen Infrastruktur vorhanden ist. Das hätte auf jeden Fall, also das finde ich ist ein Kritikpunkt, den man immer anbringen muss hier bei der Strecke. Der andere große Kritikpunkt, den ich habe, das ist eigentlich einer, der, glaube ich, vergleichsweise einfach zu beheben ist. Ne, der erste Punkt ist nicht einfach zu machen. Verstehe ich auch irgendwo aus irgendwelchen Gründen, warum es nicht getan wird. Der andere Punkt ist, dass auf dem Rhein die Schiffe, die dort unterwegs sind, die sind genau das, was ich vorhin mit den Zügen gesagt habe. Die sind einfach nur statisch. Und da hätte ich mir einfach sehr gewünscht, dass es hier ein paar Schiffe gäbe, die einfach hier rumfahren. Und das finde ich so schade, dass das nicht der Fall ist, dass die Schiffe hier einfach nur stehen, statt zu fahren. Das sind so, finde ich, die zwei großen, meines Erachtens die zwei großen Kritikpunkte an der linken Rheinstrecke. Ich würde immer noch sagen, die linke Rheinstrecke lohnt sich trotzdem. Auch für den vollen Preis, aber ne, wenn ihr den vollen Preis nicht zahlen wollt, die linke Rheinstrecke ist tatsächlich sehr, sehr regelmäßig in irgendwelchen Sales zu haben.
Und zwar für sehr gute Sales. Ich weiß, dass einmal die linke Rheinstrecke für, ich glaube, 3 oder 4 € nur zu haben war. Das war auch schon wieder etwas länger her, aber ne, die Strecke wird hier regelmäßig zum Billigstpreis verscherbelt. Von daher würde ich immer sagen, greift zu in einem Sale bei der linken Rheinstrecke. Allein schon für das Fahrzeug, für die Baureihe 103 und die Intercity-Wagen, die ja auch auf anderen Strecken mittlerweile Layer haben. Auf Frankfurt-Fulda zum Beispiel gibt es dort, ich glaube, 2 oder 3 TEE-Züge, die man fahren kann. Auf Salzburg-Rosenheim kann man einen Museumszug fahren. Und ich bin mir auch sicher, auf allen anderen zukünftigen Strecken wird es immer, sofern es irgendwie auch nur ansatzweise Sinn ergibt, so eine Art, zumindest so eine Art Museumsfahrt geben mit der 103. Da bin ich mir sehr sicher, dass das so beibehalten wird. Und damit erhöht sich dann immer so ein bisschen so auch dieser Mehrwert eines bestimmten DLCs, wenn die Einsatzmöglichkeiten erhöht werden. Man kann natürlich auch immer im Freeroam-Modus unterwegs sein, dafür gibt es ja auch den Freeroam-Modus. Und sich das Ganze mal selbst hinbasteln oder im Szenario-Designer oder so. Aber ich finde, es ist nochmal vom Wert her nochmal was anderes, nochmal was Größeres, was Besseres, wenn das von vornherein im Fahrplan so mit drin ist als Layer. Einfach weil einem dann sowas vielleicht auch mal als KI-Fahrzeug dann entgegenkommt und dann freut man sich einfach und denkt sich so auf Frankfurt-Fulda, hey, guck mal, da ist eine 103. Wow. Ne? Da finde ich, das finde ich schon auf jeden Fall dann immer wieder bemerkenswert, wenn man dann sowas dann auch sieht. Und das ist auf jeden Fall schön, dass darauf geachtet wurde. Selbiges gilt auch so für den Flixtrain zum Beispiel. Der ist jetzt aktuell nur auf der linken Rheinstrecke, Quatsch, auf Frankfurt-Fulda zu sehen und zu benutzen. Zuerst mal müssen wir auf 90 runter. So, 90 sind erreicht und wir durchfahren hier Bingerbrück. Genau, ne, Flixtrain, auch da gilt im Grunde genommen was ähnliches wie das, was ich für die Baureihe 103 gesagt habe. Beim Flixtrain ist halt die Sache. Also erstmal hier über die Brücke und dann durchfahren wir jetzt den Bahnhof von Bingenstadt. Da ist der größte Kritikpunkt beim Flixtrain, dass im Fahrplanmodus, ich glaube, nur 6, 7, 8 Fahrten sind. Was aber, und das muss man halt auch einfach dann immer wieder sagen, was einfach der Realität geschuldet ist. Ne? Der Flixtrain ist halt jetzt nicht irgendwie DB-Fernverkehr. Flixtrain ist zwar größer geworden in den vergangenen Jahren, aber auch nicht immer noch nicht so groß, dass es halt einen kompletten Fahrplan füllen könnte von morgens bis abends, sondern ne, ich glaube, Frankfurt ist schon der Bahnhof, den Flixtrain, glaube ich, am häufigsten pro Tag anfährt. Ich glaube, Köln wird auch noch relativ oft angefahren, aber ich glaube, dass Frankfurt sogar noch ein bisschen häufiger angefahren wird. Das heißt also, man kann gar nicht mehr als diese 6 Fahrten machen, weil die Realität halt einfach nicht mehr hergibt. Und da hoffe ich dann natürlich auch sehr, dass bei zukünftigen Strecken oder bei irgendwelchen Fahrplan-Updates, die es hier ab und an nochmal gibt, da dann auch Flixtrain-Layer dann mit drin sein werden, sofern es Sinn ergibt. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, falls jetzt mal jemals Hauptstrecke Rhein-Ruhr ein Fahrplan-Update bekommt, bin ich mir sehr sicher, dass zum Beispiel der Flixtrain da dann unterwegs sein würde. Ich bin mir sicher, dass der Köln-Aachen-Fahrplan. Ja, wobei, da kann ich es nicht ganz genau sagen, aber ich hoffe, dass der Köln-Aachen-Fahrplan ebenfalls den Flixtrain hat, zumindest als KI-Verkehr, weil ich glaube nicht, dass der in Realität tatsächlich nach Aachen fährt.
Nee, ne? Wobei, ja, weiß ich nicht. Aber ne, als KI-Verkehr auf jeden Fall. Da ist ja definitiv der Flixtrain unterwegs. Es gab ja diese Strecke vom guten Fauli als Community-Projekt Köln-Düsseldorf. Und auch wenn wir da jetzt schon etwas länger nicht mehr über den aktuellen Stand Bescheid wissen, wie da so der Stand der Entwicklung ist, hoffe ich auch sehr, falls diese Strecke jemals dann auch mal veröffentlicht wird, dann halt eben als Community-Projekt, dass dann tatsächlich auch zum Beispiel Flixtrain-Fahrten im Fahrplan drin sind. Und da kann man dann einfach, ne, darauf hoffen, dass das dann kommen wird. Und es wird auch definitiv kommen, ne? Also wenn Strecken veröffentlicht werden würden von DTG, die den Flixtrain, auf denen der Flixtrain in Realität unterwegs ist, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass auch DTG daran denken wird, das als Layer im Fahrplan einzubauen. Ne? Also die Leute sind da schon schlau genug bei DTG, dass die sowas auf dem Schirm haben. Da bin ich mir nicht sicher, da bin ich, das weiß ich zu 100%. Also können auf jeden Fall gespannt sein und bleiben. Während wir hier so ein bisschen in den Sonnenuntergang hineinfahren und die Ankündigung auf 150 haben und tatsächlich halt zu erwarten. So, wir bremsen rein und das bestätigen wir jetzt. 1000 Hertz Magnet ist aktiv. Das heißt, wir müssen innerhalb einer vorgegebenen Zeit auf unter 85 km/h runter. Was jetzt der Fall ist. Und wir müssen aber natürlich weiter bremsen, weil ein haltzeigendes Signal voraus ist und wir irgendeinem Zug wohl anscheinend hinterherfahren. So, einmal auf Signal geguckt. Oh, das ist wieder umgesprungen auf Fahrt, aber dafür zeigt das nächste jetzt halt. Auch das bestätigen wir natürlich wieder. Drücken hier einmal auf PZB wachsam. Für die das vielleicht auch neu ist. Eine PZB wachsam. Also da gibt es sehr gute Tutorials, wie die PZB funktioniert auf YouTube. Nicht von mir, aber von anderen Kanälen. Guckt euch das Ganze gerne an oder auf diversen Internetseiten wird das auch immer wieder erklärt. Aber ganz grob kann man sich merken, alle Geschwindigkeitsankündigungen unter 100 km/h und alle Signale, die im Grunde genommen Halt- oder Langsamfahrt ankündigen. Die muss man bestätigen. Ganz unterkomplex formuliert. So, da ist nur 110. Sehr schön. Sagen wir kurz Hallo. Und unser Signal zeigt tatsächlich Fahrt. Oder? Nee. Was zeigt denn unser Signal? Ich kann es nicht erkennen. Ist das überhaupt unser Signal? Da kommt erstmal eine 101. Ah doch, jetzt kann man es sehen, ja. Dann befreien wir uns auch wieder und werden jetzt aber auch nicht extremst viel beschleunigen. Wir dürfen theoretisch 160 fahren, wir werden so 100, 110 fahren, damit wir jetzt nicht wieder am nächsten Signal runterbremsen müssen. Denn wir haben ja ganz offensichtlich einen Zug vor uns, der auch vermutlich bis Mainz vor unserer Nase bleiben wird. In Realität würden wir vermutlich einen Anruf vom Fahrdienstleiter bekommen oder es schon von vornherein wissen, dass das passieren werden würde. So, ne, 160 können wir dann aber ignorieren. Haben zwar freie Fahrt, aber ich nehme mal trotzdem die Leistung zurück. Denn das heißt nicht, dass nicht das übernächste Signal wieder auf Halt stehen könnte. Auch wenn uns, glaube ich, hier wieder
Ja, genau, freie Fahrt voraus signalisiert wird. Tja. Zum Thema, was ich zu Beginn gesagt habe, ne, diese Frage nach dem, was jetzt, was kommt jetzt, ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, was so die ICE-Flotte angeht, fehlt eigentlich nur noch der Stefan Raab unter den ICEs, der ICE4. Also klar, der IC2 fehlt natürlich auch noch, aber ich persönlich fände den IC4 schon cool, aber ich glaube, dass der IC4 hat halt ein großes Problem. Das ist ein verdammt kompliziertes Fahrzeug, weil der unheimlich viele einzelne Wagen hat. Und das ist das Problem, ne? Wenn der IC4 nur aus den beiden Frontwagen bestehen würde mit dem Führerstand und einem Erst- und einem Zweite-Klasse-Wagen und vielleicht einem Bordrestaurant, ne, dann ist das irgendwie machbar. Das Problem ist, der ICE4 hat so viele verschiedene Wagentypen, die praktisch im Grunde genommen ist nahezu jeder Wagen im ICE4 komplett individuell anders aufgebaut, mehr oder weniger, sodass man mit dem ICE4 nicht ein Fahrzeug bauen würde, sondern im Grunde genommen fünf, so was den Workload angeht. Und man kann es aber nur verkaufen als ein Fahrzeug. Und das macht, glaube ich, den ICE4 so extremst kompliziert und schwierig zu machen, weil der Aufwand, den zu bauen, der entspricht halt dem von nicht von einem Fahrzeug, nicht irgendwie von einer Lok oder so, sondern von gleich mehreren Fahrzeugen. Ich glaube, soundtechnisch ist der gar nicht so schwer zu machen, weil der ICE4 nicht so individuell krassen Sound hat, nicht so viele sich überlagernde Frequenzen hat, dass man sagen würde, das ist extrem schwer, den zu machen. Ich glaube, soundtechnisch ist der ICE4 vergleichsweise einfach, viel einfacher als der Velaro D zum Beispiel. Oh, wer kommt uns da entgegen? Nur 103 und Interregio, hallo. Ich glaube, das Problem am ICE4 ist halt wirklich einfach die Anzahl der individuellen Wagen. Und mal gucken, ob da, was sich da DTG einfallen lässt, ob da dann doch nochmal irgendwann vielleicht der Vierer kommt. Ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall noch lange dauern könnte. Ich würde nicht so schnell erwarten. Bei Mannheim-Kaiserslautern wissen wir auch, glaube ich, noch nicht so ganz, welche Fahrzeuge kommen werden. Ich meine, in Realität fahren dort eigentlich vor allen Dingen Fahrzeuge, die wir eigentlich allesamt im TSW schon haben, meine ich. Es kann also gut sein, dass es im Grunde genommen nur so ein, ja, die Strecke ist zwar neu, aber die Fahrzeuge sind recycelt, weil die Realität das halt auch wiederum so hergibt. Aber da müssen wir auf jeden Fall mal gespannt sein auf die Ankündigung von DTG. Ich kann mir vorstellen, dass in der September-Roadmap, wird es im September eine Roadmap geben? Nee, wir haben ja schon Mitte September. Natürlich wird es keine. Genau, im Oktober wird es dann wieder eine Roadmap geben. Dass in der Oktober-Roadmap vielleicht ein bisschen mehr auf Mannheim-Lautern dann eingegangen wird. Aber mal schauen. Wir wissen ja auch noch gar nicht, wie weit die Strecke ist. Wie weit die Work in Progress ist, das wissen wir auch nicht zur niederländischen Strecke. Da hatten wir nur einen Render bekommen vom 3D-Modell des Kuploper. Also mal gucken. Und was wir auch gucken können, ist, dass wir nur noch 10 Kilometer haben bis Mainz und dann endet auch schon wieder unsere Fahrt hier an der linken Rheinstrecke. So, Außenansicht, ahoi.
Es haben übrigens ein paar Leute gefragt, wie man hier The Window Blinds, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Habe ich vergessen. Blinds, hier steht es auch nur benutzt. Das geht über diesen Schalter hier, das wird mechanisch gemacht, ne? Falls es jemanden interessiert. Schön hier, der Sonnenuntergang. Hervorragend. Wollte gerade sagen, auch ein bisschen gefährlich, dass das Signal hier so hinter der Brücke ist, aber man kann es immer noch gut erkennen. Es wird nicht verdeckt von der Brücke. Weiterhin Freifahrt zu erwarten. Und da kommt uns nochmal ein Karlsruher Kopf entgegen mit Baureihe 110 hinten dran. Ich habe noch eine Mod drauf, für die Signale, für die Signal Visuals Mod von guten Josh bzw. London Midland, die eigentlich dafür ausgelegt ist, dass halt die Signalbilder der englischen Strecken verbessert sind, aber sie wirken sich auch auf alle anderen Signale, also auch für deutsche und amerikanische Signalbilder aus, dass man sie halt von der größeren Distanz aus besser erkennt. Falls jemand sich fragt, warum die Signale bei mir ein bisschen anders aussehen. So, 100 sind angekündigt. Wir bremsen mal runter. Und ab hier gelten die 100. Wir sind ein bisschen zu schnell. Hier sehen wir jetzt nochmal die Neigetechnik, wie sie arbeitet. Und haben Einfahrt in den Mainzer Hauptbahnhof. Brauchen jetzt auch gar keine Leistung mehr aufschalten. Wir rollen jetzt einfach nur noch rein in den Bahnhof. Aber ich freue mich schon. Ich habe jetzt gleich tatsächlich noch eine Fahrt im Intercity vor mir. Ah, schön. Intercity fahren. Toll. Schön im alten Intercity 1. Herrlich. Also in Realität, ne? Nicht im TSW. Ankündigung auf 80. Wir bestätigen. War jetzt keine Beeinflussung. Hier kann man auch mal schön das Suspensions-Update erkennen, wie wir hier so ein bisschen vor uns her wackeln auf den Weichen. Gefällt mir auch sehr gut. Da hoffe ich sehr, dass auch weitere Fahrzeuge damit noch ausgerüstet werden. Und wir haben halt zu erwarten. Wird bestätigt. Schön die Intercity-Wagen rechts und links.
Und das bestätigen wir auch nochmal. Auch wenn kein Magnet da verbaut war, aber wir bestätigen Signale und nicht Magneten. So, das müsste der 500 Hertz Magnet sein. Jawohl, der ist auch aktiv. Und wir halten an hier im Mainzer Hauptbahnhof. Im alten Mainzer Hauptbahnhof. Heute sieht er ja anders aus. Türen auf. Und damit verabschiede ich mich ganz herzlich von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.